fand, dass wir unser Konzept, das wir vorhatten, durchzuziehen für diesen Event, dass das gelungen ist. Also wir haben sehr viele unterschiedliche Meinungsäußerungen gehört aus verschiedenen Ecken, also Hersteller von Drohnen, aber auch Nutzer, Anwender von Drohnen aus der ganzen Ecke der Sicherheitsinteressierten. Also das Wort Security auf Englisch ist ganz, ganz wichtig, neben Safety natürlich. Aber es muss eben auch verhindert werden, dass mit Drohnen zum Beispiel Anschläge geplant werden oder durchgeführt werden. Und das ist ein Teil dieser Gesamtdiskussion. Herausgestellt hat sich ein nach wie vor vorhandenes Defizit bei den Regularien. Das ist aber auch nicht überraschend, das ist bekannt seit geraumer Zeit. Meine Kollegen von der EASA arbeiten mit Hochdruck an diesen Baustellen, die es da gibt. Die Kommission bemüht sich. Wir wissen, das europäische Gesetzgebungsverfahren ist nicht das einfachste. Sprechen ja hier auch alle EU-Mitgliedsländer eine Rolle. Das Europäische Parlament muss überzeugt werden. Da gibt es so viele unterschiedliche Gesichtspunkte und Überlegungen, das alles unter einen Hut zu bringen, ist nicht einfach. Aber dennoch, die Botschaft konnte heute an die entscheidenden Leute gebracht werden. Bemüht euch, versucht euch zusammenzuraufen zum Nutzen der Drohnenverwender, aber auch um diesen Drohnen Möglichkeiten überhaupt zum Zuge zu verhelfen. Denn das Potenzial der Drohnen ist fantastisch, sage ich immer wieder. Es ist eine großartige Erfindung und eine großartige Bewegung, die sich da auf den Weg gemacht hat. Aber wir müssen es auch ermöglichen.